Und wir sind ja dabei, immer dem letzten Taler hinterherzujagen seit 30 Jahren. Das heißt, wir globalisieren auf Teufel komm raus. Wir haben es jetzt gemerkt, bei den Lieferketten hat nicht funktioniert. Was wäre denn, wenn wir den CO2-Fußabdruck auf den ganzen Handel legen und sagen, wir besteuern alle Waren nach CO2-Fußabdruck? Ja, mancher Veganer würde sich wundern, wie teuer denn Soja wird. Keine Frage. It is time to shift taxes from salaries to carbon and to tax pollution, not people. Wir könnten in Kombination mit Transparenz, Digitalisierung, dass wir alle Arbeitsprozesse erfassen. Und ich rede nicht von schwachsinnigen Datenerhebungen, wo man versucht, die Leute auszuspionieren und denen privat was wegzunehmen, sondern ich rede von tatsächlichen Produktionsprozessen, dass man sagt, jeder, der in Deutschland Steuern zahlen muss, wird erfasst mit seiner Arbeitszeit. Und das machen wir digital. Da hätten wir in der Logistik auf Knopfdruck mit den Mautdaten schon den ersten Vorreiter und könnten gucken, ob es funktioniert. Und mit dem Handel, wenn wir den CO2-Fußabdruck nehmen, stellen wir Wettbewerbsgerechtigkeit her und haben den Nebeneffekt, dass das besser ist als alle grünen Maßnahmen der letzten 3 Jahre in der Politik, weil wir durch den CO2-Fußabdruck den Verkehr reduzieren, weil wir faire Wettbewerbsbedingungen schaffen, wir stärken die Landwirtschaft in Deutschland. Alles würde durch den CO2-Fußabdruck auf den Handel reguliert werden können. Und das, was wir dringend dazu bräuchten, zu diesem CO2-Fußabdruck für den Handel, um die wieder in die Wettbewerbsfähigkeit zu bekommen, alle, die handeln oder produzieren, müssten wir zusätzlich Transparenz schaffen. Und da kommt uns natürlich, fällt uns auf die Füße, dass wir die Digitalisierung seit 20 Jahren verschlafen haben in Deutschland. Es ist ja katastrophal, wenn Sie sich mal mit einem Politiker unterhalten, der denkt, Digitalisierung ist ein Glasfaserkabel in den Boden zu legen. Aber Digitalisierung ist ja das Digitalisieren von Prozessen. Wir sind ja heute noch dabei, wenn wir einen Führerschein beantragen oder irgendwas, müssen wir zu der Stelle hin. Da lachen uns alle afrikanischen Länder mittlerweile aus. Bei denen geht das digital. Und das ist ja dieser Vorgang, dieser Prozess muss ja digitalisiert werden. Und wenn wir das digitalisieren, dann kann der Staat auch die Produktionsprozesse, also alle, die Steuern zahlen, erfassen. Wir haben ja jetzt einen richtigen Schritt gemacht. Wir haben gesagt, die Arbeitszeiten müssen komplett erfasst werden, aber gilt wieder nur für die Deutschen. Und man könnte es als grüne Maßnahme, man wäre nicht mal der Böse, dass man sagt, wir besteuern die Ausländischen irgendwie, damit wir da auf einen fairen Wettbewerb bekommen, sondern man hätte sofort den Doppeleffekt, dass man eine grüne Maßnahme für Deutschland hätte. Und ich bin mir sicher, die Einsparung CO2, weil man die 1 Million LKWs, die überflüssig sind auf deutschen Straßen, wieder reduzieren könnte, das geht natürlich nicht so, weil wir sind 30 Jahre in die falsche Richtung gelaufen, da können Sie nicht so machen und ab morgen ist es anders. Das funktioniert nicht. Sie können ja auch nicht ein paar Windräder aufbauen und stellen nächsten Tag die Atomkraftwerke ab und das funktioniert sofort. Das geht ja auch nicht. Das hat man nur keinem erklärt. Ich sage mal, das ist ein Prozess und diesen Prozess muss man anschieben. Und ich werbe dafür, dass die Gesellschaft versteht, wo wir eigentlich wieder hin müssen. Aber um nochmal zu der Lösung zurückzukommen, wenn wir jetzt im Handel einen CO2-Fußabdruck nehmen und sagen, die Erdbeeren aus Spanien werden mit 6 Euro Mindestlohn produziert und die anderen Rahmenbedingungen sind auch günstiger. Nehmen wir einen CO2-Fußabdruck drauf, dann kosten die auch genauso wie in Deutschland bei 12 Euro Mindestlohn und bei den deutschen Produktionsstandorten. Mit dieser Maßnahme würden wir den deutschen Mittelstand, die Landwirte in die Situation versetzen, dass sie wieder wettbewerbsfähig sind. Ich fand das sehr, sehr spannend, was Sie hier vorgestellt haben und auch positiv vorgetragen. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und man bräuchte eigentlich nur auf den Knopf drücken und hätte alle Daten. Man will es nicht. Wo man Stellschrauben nutzen kann, um wieder Dinge ins Positive zu drehen.